Hallo und herzlich willkommen zu den Tasting Buddies. Ich bin Martin und heute gibt es einen Scotch der klassischen Art, einen Glenfiddich 12. Zu Glenfiddich möchte ich nicht groß was sagen. Ein Klassiker und ihr kennt die Destillerie eh alle. Ja, wir haben hier einen 12-Jährigen, der in Ex-Bourbon-Fässern gereift ist und gefinisht wurde in Oloroso-Fässern. Er ist goldgelb. Und ja, riecht schon gut, hat 40%, ist also stark runter reduziert. Und wir haben einen frischen und fruchtigen Geruch. Wir haben eine schöne Schlierenbildung. Und wir riechen sofort Birne, Kernobst. Und ich habe direkt Lust zu trinken. Cheers! Die süße, fruchtige Note kommt sofort durch, ist präsent. Wir haben dann noch Karamell, Birnennote. Jetzt im weiteren Verlauf kommt ein bisschen die Eiche durch und so ein malziger Geschmack noch. Vom Abgang lang, weich, sanft, nicht aufdringlich. Und ja, er ist immer noch präsent und es macht einfach Spaß mitzukriegen, wie er sich noch ein bisschen entwickelt und jetzt prickelt er leicht. Er hat eine leichte Pfeffrigkeit ganz zum Schluss nochmal. Wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert, kann man das durchaus erschmecken. Mhm. Ja, mögt ihr den Glenfiddich 12 auch so gerne wie ich? Oder wie steht ihr zu Glenfiddich selber? Was mögt ihr von Glenfiddich? Oder welchen Whisky mögt ihr sonst? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das kleine, aber feine Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keins mehr der Videos, die samstags um 14 Uhr kommen, wenn es dann wieder heißt Tasting Buddies, Whisky Tasting. In diesem Sinne, tschüss!